Für Irmgard Suschinski ist es bereits Routine. Die Rentnerin fährt regelmäßig mit dem Olfener Bürgerbus. Auch heute. Ohne das Angebot wäre das Stadtzentrum für sie nicht zu erreichen, denn ihre Wohnung liegt ein gutes Stück außerhalb. Dank des Olfener Bürgerbusses ist die Strecke aber kein Problem mehr. Jeden Donnerstag, Nachmittag, dann, wenn ich zum Arzt muss, das ist und zur Kasse und einkaufen schon mal, mehrmals, öfters in der Woche. Ja. Ich rufe vorher an, Tag vorher oder morgens ganz früh und dann geht das klar. Und hier gehen alle Anrufe ein, in der Bürgerbuszentrale in Olfen. Mitarbeiterin Ursula Bullerkotte nimmt die Fahrtwünsche entgegen und stellt anschließend die Fahrtrouten zusammen. Besonders zu Wochenanfang klingelt das Telefon in der Mobilitätszentrale häufig. Wir haben vormittags ca. 10 bis 20 Anrufe, so pauschal gesagt. Ich nehme die Anrufe an, spreche mit den Fahrgästen, die haben also spezielle Wünsche, wann sie fahren möchten, und gehe dann ins System, um zu sehen, ob die Fahrt noch möglich ist. Ich mache das ehrenamtlich. Und es gibt 3 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen hier fürs Bürgerbusbüro. Den Bürgerbus in Olfen gibt es bereits mehr als 15 Jahre. Seit Januar 2013 wird in Olfen ein Angebot erprobt, das so in Nordrhein-Westfalen einmalig ist. Normalerweise fährt ein Bürgerbus nach einem Fahrplan auf einer festen Linie. In Olfen ist das anders. Wir fahren bedarfsgesteuert. Durch die Haustürbedienung erreichen wir praktisch jeden Haushalt in Olfen. Der Bus muss allerdings eine Stunde im Voraus bestellt werden. Und entweder der Endpunkt oder der Anfangspunkt muss eine Haltestelle sein. Das Olfener Bürgerbusmodell wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Damit das System jedoch funktioniert, ist moderne Kommunikationstechnik unerlässlich. Die Fahrten, die im Büro eingegeben worden sind, werden via Internet auf das im Bus befindliche iPad übertragen und der Fahrer fährt dann die Reihenfolge der Haltestellen an, die hier unten stehen. Wir starten die jetzige Fahrt und jetzt kann es losgehen. Wir fahren jetzt zur Selmerstraße 32. Das flexible und bedarfsorientierte System kommt auch im Schülerbusverkehr zum Einsatz. Die neuen Mobilitätsmöglichkeiten sind Teil des Regionale 2016-Projekts Bewegtes Land – Mobilität in die Fläche bringen, das die Stadt Olfen entwickelt. Das Vorhaben soll Schule machen und Beispiel geben für weitere Städte und Gemeinden der Region. Und es ist eng verbunden mit einem weiteren regionalen Projekt in Olfen, dem Leo-Haus. Das Gebäude wird derzeit komplett saniert und erneuert. Es soll ein Haus für Bürger und Vereine in Olfen werden und neue Heimat der Bürgerbuszentrale. Wir haben, seitdem wir das Projekt Bürgerbus hier in Olfen umgesetzt haben, haben wir eine neue Situation, denn wir brauchen eine Anlaufstelle, wo Bürger sich melden können, um den Bürgerbus zu bestellen. Und das machen wir ja zurzeit schon im Gelben Haus hier in Olfen, wo die Bürger anrufen können und eine Mitarbeiterin antreffen, die den Anruf entgegennimmt. Wir nennen das Mobilitätszentrale und diese Mobilitätszentrale findet auch Heimat hier im Leo-Haus. Das ist ein Haus von Olfener Bürgern für Olfener Bürger. Und das Besondere hier an dem Projekt ist, Sie sehen, das ist hier eine Baustelle und die Baustelle wird nicht nur von hauptamtlichen Kräften und von Firmen wiederhergestellt bzw. die arbeiten hier, sondern auch ehrenamtliche Bürger sind hier seit vielen Monaten und Wochen mit vielen Stunden Arbeit im Einsatz, um das Haus wieder auf Vordermann zu bringen und das Haus umzubauen. Im Herbst 2015 soll das neue Leo-Haus eröffnet werden. Dann wird auch die Bürgerbuszentrale hier zu finden sein. Derweil hat Irmgard Suschinski mit dem Bürgerbus die Olfener Innenstadt erreicht. Die Rentnerin weiß, was sie an dem Fahrservice hat. Für mich also Gold wert. Ihre Rückfahrt am Nachmittag ist bereits eingeplant. Pause hat der Olfener Bürgerbus bis dahin jedoch nicht. Die nächsten Fahrgäste warten bereits.